Es herzlich willkommen in Deutschland 2006. Abgefälscht. Ballbesitz Korea. Sie lieben ihn. Chaudhury. Schon deshalb, weil sein Vater immer noch ein Kultstar ist und gerade Meister geworden ist mit Suwon. Chaudhury. In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft muss er jetzt viermal aussetzen, aufgrund eines Ellbogenchecks gegen Vietnam. Aber die Sympathien hat er trotzdem noch von allen Fans. Erster Eckball Südkorea. Das war wieder Chaudhury. Eine kleine artistische Einlage. Und dann diese langen Bälle. Und die bringen die deutsche Mannschaft doch mehr in Verlegenheit als geplant war. Das ist das 1:0 für die koreanische Mannschaft. Und das war nicht der Masterplan von Jürgen Klinsmann. Der Mann mit der Nummer 13, der schon in den Anfangsminuten auffiel, Kim Dong-jin. Und ich habe den Verdacht, dass Ballack da den Ball verloren hat im Mittelfeld. Aber das Zuspiel war natürlich auch lausig. Dann dieser lange Ball auf die rechte Flügelseite. Wird nicht genau attackiert von Wörns. Dann gewinnt Friedrich den Kopfball, aber macht daraus auch gleich eine Vorlage. Und Duricha irritiert dort in der Mitte. So, das schauen wir uns nochmal an. Hier kommt der Schuss von Kim Dong-jin und dann ist Duricha noch mal da, macht noch mal ein bisschen Wind. Und Lee Yong-jae feiert diesen Überraschungstreffer. So, was die deutsche Mannschaft hier spielt im Moment, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist aber ein Sprungwunder. Schneider und Ballack. Schweinsteiger und Ernst, die beiden stören Friede in der Mauer. Jetzt nur noch Schweinsteiger. Ballack. Ja! Zum 50. Sein zweites Länderspieltor unter Jürgen Klinsmann. Ein echter Kunststoß. Und zum richtigen Zeitpunkt. Der Jubilar belohnt sich selbst. In einer kritischen Phase des Spiels weiß er, wie es geht. Und die Mauer war wirklich schlecht gestellt. Lee Onje hatte da nicht genau hingeguckt. Also wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, dann muss halt schon mal ein Standard her. Und da muss der Kapitän her. Respekt, Respekt. Oh, dicker Hund und Riesenchance. Miroslav Klose.
Das war übrigens der 19-Jährige, von dem ich eben sprach. Kim Jin-kyu, der Kapitän der Olympiamannschaft, der diesen Bock machte. Der malaysische Schiedsrichter hat das als Foul gewertet von Park Dong-hyuk. Saleh ist vom Beruf übrigens Lehrer. Gutes Ding, da war viel Schnitt drin. Miroslav Klose. Und wenn wir gleich genau hinschauen bei der Zeitlupe, dann sehen wir, das war ein Eigentor geworden. Noch einmal, Schweinsteiger. Und das ist ein koreanischer Kopf. Und wenn ich den Haarschopf richtig gedeutet habe, dann war das wieder unser junger Mann Kim Jin-kyu. Da kommen nicht von selbst die Bälle. Das Spiel ist einfach nicht offen genug dafür. Kurani, Klose, schön gespielt, gutes Ding, Lahm. Fängt ab, den habe ich noch. Schöner Angriff, der erste wirkliche schnelle Angriff vereitelt von Park Jae-hong. Schauen wir da mal hin. Bastian Schweinsteiger hilft ihm. Schweinsteiger. Lahm. Schönes Ding. Und auch gut pariert von Leon Jae. Das ist ja das Phänomen Philipp Lahm. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ein Mann, der rechts wie links gleichermaßen gut mit dem Ball umgeht. Durchschaubar, durchschaubar. 3-2. Chaudhuri gegen Lahm. Dank seinem Frankfurter, dass er hier nur nach unten geguckt hat und nicht direkt zum Gegenmann. Und er hatte den Bock geschossen. Lukas Podolski. Macht nichts. Weiter geht's. Optimismus hat nicht nur die Mannschaft angesteckt, sondern auch viele Journalisten. Dieser schwäbisch-kalifornische Optimismus. Aber jetzt haben die Koreaner ihn mehr an dem Bein. Ein sensationelles Tor. Mit dem Rücken zum Tor gedreht. Bei Werder hat er nicht getroffen. Aber hier macht das. Lee Dong-guk. Und er kann es gar nicht glauben. Jean Bonfrère. Unhaltbar für Oliver Kahn. Und jetzt wird es doch eine peinliche Angelegenheit hier. Ein super Tor. Ein super Tor von Lee Dong-guk. Die Flanke kam von Kim Sang-chik. Ovomoyela hatte sich nicht richtig durchgesetzt. Und dann kommt er da frei zum Schuss, aber wie er es macht, ist einfach göttlich. Anerkennung. Tolles Tor. Lee Dong-guk bei Werder siebenmal eingewechselt. Da war er in der Saison 2000-2001 und dann hat er gesagt, das hat keinen Sinn. Ich verlasse die Bundesliga wieder und spielt hier jetzt bei Sang-mo bei der Armeemannschaft. Wir schauen auf das Ergebnis nach 72 Minuten und 4 Sekunden. Korea, Deutschland 2-1.
Wird das hier der erste Dämpfer für Jürgen Klinsmann? Jens Lehmann hat die Freigabe bekommen von Arsène Wenger. Kann den Verein verlassen, wenn er will. Das macht die Situation nicht gerade einfacher für Jens Lehmann. Bei Arsenal London. Und natürlich für die Nationalmannschaft. Philipp Lahm. Ernst. Lahm. Auch nicht ganz so explosiv wie sonst. Asamoah. Handspiel, Handspiel. Aber von wem? Palak reklamierte, aber ich habe eher ein Handspiel von Asamoah gesehen. Und was macht er jetzt? Nein. Jetzt wird diskutiert. Ich glaube, er gibt einen Elfmeter. Naja, ich habe ja gesagt, der Mann aus Malaysia ist für einige Überraschungen gut. Vor kurzem hat er, wie gesagt, mal eben Elfmeterschießen abgeblockt. So, da gehen wir es hin und auf der Tafel habe ich es eben schon sehen können. Hier, da kommt nämlich die Hand. Es ist nicht die Hand von Asamoah, sondern das Händchen des Koreaners. Das war Park Jae-hong. Ballack wird den Elfmeter schießen. Wird nicht gerade bejubelt dafür. Das ist der erste verschossene Elfmeter von Ballack in der Nationalmannschaft. Oh, 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 es sollte gerade für Ballack hier ein Schaulaufen für den asiatischen Markt werden. Lahm. Und jetzt werden sie wieder schreien. Lee Eun-jae ist unser Elfmetertöter, wie gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft. Der war aber auch nicht gut getreten. Beileibe nicht. Die Nase gestopft. Nochmal, Ballack hat, wenn ich richtig gezählt habe, 5-mal einen Elfmeter geschossen für die Nationalmannschaft. Immer getroffen. Aber der war schon leicht arrogant getreten. Schade. Spielstand weiterhin 2:1. Fabian Ernst schießt! Ein Knickelball war das eigentlich. Abgefälscht, da war eine Stiefelspitze eines Koreaners dran. Und sensationell gehalten. Unser Mops im Tor. Was für eine Reaktion. Hier, die Fingerspitzen tauchen dahin, da kratzt er den Ball noch um den Pfosten. So, ein neuer Mann im deutschen Spiel, ganz schnell kam die Auswechslung, Thomas Bredaric. Hier geht alles rasend schnell, Wörns sehen Sie jetzt hinten nicht mehr, denn der ist nicht mehr da. Das war die Stiefelspitze von Friedrich und jetzt kommt Cha. Und da ist dieses Spiel entschieden. Der Mann mit der Nummer 18, der neue Mann, gerade eingewechselt, Zhou Zhijin. Der Legionär aus Japan nimmt das lässig entgegen. Und Joe Bonfrère wird jetzt dann tatsächlich noch ein geliebter Trainer in diesem Land. Noch einmal, hinten natürlich alles offen. Ah, Lahm versuchte den Ball in der Drehung noch zu kriegen. Kam weit raus. Oh, oh, oh. Und Klinsmann hatte natürlich alles gewagt. Kurz vorher wird uns rausgenommen. Tja, das gibt neue Erkenntnisse. Die Ansteckungsgefahr dieses neuen schwäbisch-kalifornischen Optimismus, die ist riesengroß. Es macht Spaß, mit Jürgen Klinsmann über Fußball zu reden. Er hat uns alle mit seiner neuen Art infiziert.
Und ich bin sicher, er wird auch jetzt eine Lösung finden. Aber es ist somit auch die erste Prüfung für das neue Team. Das neue junge deutsche Team ist da auch an spielerische Grenzen gestoßen. Nehmen wir das mal als wichtige Erfahrung. Buchen wir es mal so ab. Klose nochmal. Hat eigentlich ein paar gute Szenen gehabt. Mehr gearbeitet, glücklicher als Kevin Kuran. So, das Spiel ist vorüber. Was wird Jürgen Klinsmann uns gleich erklären? Da bin ich ganz gespannt drauf. Schulterklopfen von Andreas Köpke. Und auch eine neue Erfahrung für Michael Ballack. Gute erste Hälfte. Bester Mann im deutschen Team in den ersten 45 Minuten. Hat ja viel vor, um den Asienmarkt für sich zu erobern. Aber diese Situation dann in der zweiten Hälfte, sein erster verschossener Elfmeter. Der neue Leitwolf, der neue Kapitän. Der so überzeugt hat in Japan, herausragend und auch überzeugt hier in der ersten Hälfte. Unhaltbares heute für Oliver Kahn und sonst wenig zu tun. Kein Spiel für Torhüter, jedenfalls nicht für den Deutschen, aber ein großes Spiel für den koreanischen Torhüter. Ein Stück Fußballgeschichte dazu geschrieben, Lee und Jae. Und ich bin sicher, gleich werden sie sich noch mal richtig feiern lassen. Dann mit den deutschen Trikots, die sie zum Teil schon übergestreift haben. Große Anerkennung auch von unserer Seite für diese Abteilung Jugendforsch im koreanischen Fußball.